Liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In diesem Video nehme ich euch mit in das schöne Oldenburg nach Niedersachsen. Hier gibt es viele Möglichkeiten zu shoppen, aber auch interessante Gebäude, historische Fassaden und viele beliebte Fotomotive. Also seid gespannt! Oldenburg verfügt über eine Altstadt mit einem historischen Stadtkern. In der Altstadt und in der Fußgängerzone befinden sich viele historische Bauwerke und kleine Gassen. Die Shoppingmeile in Oldenburg ist die älteste flächendeckende Fußgängerzone, die es in Deutschland gibt. Sie besteht bereits seit dem 1. August 1967. Zu dieser Zeit gab es nur vereinzelt autofreie Straßen in Deutschland. Oldenburg war seinerzeit weit voraus. Die Lange Straße war früher ein Teil der Hauptverbindung zwischen Bremen und Friesland. In der Fußgängerzone wurde ein typisches lebensgroßes Oldenburger Pferd aus Bronze aufgestellt. Es ist Anton Günthers Pferd Donnerhall, ein Oldenburger Wahrzeichen. Der Lappan ist das älteste Gebäude Oldenburgs. Er wurde Mitte des 14. Jahrhunderts als ein Alters- und Pflegeheim für die Armen erbaut. Das ursprüngliche Kaufmannshaus, Graf Anton Günther Haus, wurde 1682 erbaut. In der über 300-jährigen Geschichte erlebte das Haus viele Umbauten. Die Hofapotheke ist die älteste Apotheke in Oldenburg. Das Gebäude wurde 1677 erbaut. In ihrer ursprünglichen Form wurde die St. Lamberti-Kirche um 1200 erbaut. Außen ist es eine neugotische Hallenkirche und innen eine klassizistische Rotunde. In früheren Zeiten war das Oldenburger Schloss ein Wasserschloss. Das Schloss stammt zum größten Teil aus dem 17. Jahrhundert. Seit 1921 ist das Oldenburger Schloss ein Teil des Landesmuseums Kunst und Kultur Oldenburg. Die Schlosswache stammt aus dem Jahr 1839. Sie wurde als Wachgebäude des oldenburgischen Militärs zur militärischen Bewachung des Schlosses errichtet. Das alte Rathaus von 1888 ist noch heute Sitz des Oberbürgermeisters. Der Oldenburger Hafen liegt ungefähr auf dem Niveau des Meeresspiegels. Küstenschiffe müssen deshalb auf dem Weg zur Nordsee keine Schleuse passieren.